Allein der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Richard Lutz, wird wohl fast 1,3 Millionen Euro an Boni für das Jahr 2022 bekommen. Und das, obwohl die Bahn ihre eigenen Ziele bei Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit weit verfehlt hat. Recherchen zeigen, dass erreichte Ziele und nicht erreichte Ziele offenbar miteinander verrechnet wurden. 175% Bonus bekommen die Bahnvorstände etwa im Bereich Mitarbeitendenzufriedenheit und Frauen in Führung. Bahnchef Lutz bekommt dafür 384.000 Euro extra, obwohl das Ziel tatsächlich wohl nur leicht übertroffen wurde. Auch für das Geschäftsergebnis bekommen die Vorstände 200% Bonus, obwohl Investitionen in die Infrastruktur wohl nötig gewesen wären, die das Ergebnis vermutlich verschlechtert hätten. 440.000 Euro Boni gehen hier allein an den Bahnchef. Auch die anderen Vorstände profitieren auf eine ähnliche Weise. Kritik an dem Bonussystem kommt heute von vielen Seiten. Laut Experten ist eine Verrechnung verschiedener Ziele durchaus verbreitet. Aber das gibt es sicherlich auch in anderen Unternehmen. Ich glaube, das Ungewöhnliche, was wir hier sehen, ist, dass die Ziele, die verfehlt worden sind, eben die wirklich wichtigen sind, die für die Kunden und für die Wirtschaft wichtig sind. Die Bahn äußert sich auf Anfrage nicht zu den Bonuszahlungen. Für 2024 ist ein neues Vergütungsmodell beschlossen worden.